Das Promi-Geflüster. Heute im neuen Jahr starten wir wieder volkstümlich und hinter mir noch ein bisschen der Winterwald, Winterwonderland kann man sagen, denn so kurz zum Jahreswechsel hat es teilweise doch schon noch geschneit, also in den Alpenländern auf alle Fälle und in den Mittelgebirgen auf alle Fälle auch. Und ich denke mal, da wo mein heutiger Gast herkommt, der hat bestimmt auch genügend Schnee, aber das wird er mir gleich erzählen. Auf alle Fälle ist es noch weihnachtlich bei ihm. Er hat eben noch den Christbaum neben sich stehen. Und dazu sage ich jetzt mal Hallo und herzlich willkommen, Johannes Weimdl, grüße dich. Hallo lieber Frank, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Freut mich natürlich wahnsinnig für die Einladung. Dankeschön. Bitte gerne, bitte gerne. Und wie gesagt, wir haben es gerade schon so erwähnt, da wo du zu Hause bist, nämlich im Bayerischen Wald, da gibt es bestimmt genügend Schnee zurzeit, oder? Genügend ist vage. Also genügend haben wir auf jeden Fall nicht, aber es hat die letzten zwei Tage ein bisschen geschneit. Also wir haben jetzt so circa 2-3 Zentimeter Schnee mit draußen. Genau. Okay, sehr gut. Also ein bisschen was Winterliches schon vorhanden. Natürlich wünscht man sich so, wie es bei mir im Hintergrund aussieht, aber das ist leider Gottes nur auch ein Bild, denn wir sind eigentlich vor der grünen Wand, was technisch so alles möglich ist. Tja, Johannes Weimdl, die Zuschauer von Promi-Geflüster fragen sich jetzt vielleicht, woher kennt man denn den jungen Mann? Ich verrate es, 2017 bei immer wieder sonntags in der Sommerhitparade, da war er dabei mit dem Titel Anpfiff auf Sommer. Ich habe ein klein bisschen was vorbereitet, ich hoffe es gelingt. Ich schau mal, dass wir... Und die drei Tiroler werden heute herausgefordert von Johannes Weimdl aus Kollenburg im Bayerischen Wald. Herzlich willkommen, Johannes! Das war der Titel, genau, 2017. Und da hast du sogar dann auch den Preis mit angebracht, genau. Genau, den Titel haben wir geholt. Ich war insgesamt siebenmal in Russ, genau, siebtemal war dann das Finale und habe das auch dann mit 62% für mich entscheiden können, genau. Ja, nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch da dazu. Ja, genau. Dankeschön. Dann, was ist dann passiert? Wie ging es weiter für dich? Ja, ich war dann natürlich viel, viel unterwegs. 2018 war dann wieder ein großer Höhepunkt, da war dann die immer wieder Sonntagstournee und ich habe 3 Tage dabei sein dürfen in Aurich, in Lingen und in Bremerhaven. Es waren 3 wundervolle Tage mit dem Stefan Rossmit, Anita und Alexandra Hofmann waren dabei, die Dorfrocker waren dabei, Judith und Mel waren dabei, also wirklich große, große Künstler, mit denen ich da 3 Tage verbringen habe dürfen und das war schon wieder das zweite Highlight sozusagen, genau. Ja, also dann ging es ja da ganz gut voran und eben dieses Jahr ist leider für uns alle, für alle Musiker, für alle Künstler wirklich totaler Stillstand. Also ja, es geht uns natürlich allen gleich, kann man nichts machen. Hättest du dieses Jahr auch einiges wieder auf dem Programm gehabt, dann nehme ich an, oder? Natürlich, ich habe ganz, ganz viele Musikveranstaltungen absagen müssen, auf denen ich gespielt hätte. Gott sei Dank war ich aber auch, weil ich ja auch viel auf kleineren Veranstaltungen unterwegs bin, habe ich doch einige Male spielen dürfen. Es waren Grillabende, unsere Gemeinde hat quasi so Fichtacher Musiksommer, hat sie das genannt. Da war in jeder Woche in einem anderen Wirtshaus Musik quasi und da bin ich auch 2-mal dabei gewesen. Waren auch sehr, sehr schöne Abende. Genau, und so hat sich das ein bisschen durch den Sommer gezogen, bis ja jetzt in den Herbst wieder der große Lockdown gekommen ist und wieder komplett Stillstand ist. Genau. Und nach immer wieder sonntags, da gab es dann natürlich auch eine große Produktion, die man mit dir dann gemacht hat. Grüß euch alle miteinander. Das ist deine erste eigene CD gewesen, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Ist schon meine zweite CD. Schon was? Das ist meine zweite CD jetzt die bereits. Zweite. Ich habe 2016 meine erste CD präsentiert und das ist auch die CD, die den Titel trägt Anpfiff auf Sommer, mit dem ich bei immer wieder sonntags dabei war. Und dann 2018 habe ich mich komplett dem
zweiten Album gewidmet und habe es dann 2018 auch präsentieren dürfen. Grüß euch alle miteinander. Ja. Genau. Und was ist so drauf auf dem CD? Sind's, was für Kompositionen sind es? Von wem vor allen Dingen sind sie? Wer wirkt damit? Was kann man da dazu sagen? Also es ist tatsächlich die erste Produktion, bei der ich selbst ein bisschen mitgeschrieben habe. Drei Titel habe ich selber ein bisschen Musik und Text dazu gemacht. Und auf das bin ich natürlich sehr, sehr stolz. Ich war in Zillertal im Tonstudio bei Dizzy Music, beim Fritz Diesenreiter. Vielleicht schaut er zu, liebe Grüße nach dir und ins Zillertal. Die hat man natürlich auch sehr, sehr fleißig unterstützt und hat mir einige Titel geschrieben. Aber es waren natürlich auch andere bekannte Komponisten dabei, wie Gerhard Juratsch, Klaus Haslinger und so weiter und so. Genau. Der volkstümlichen Fangemeinde natürlich allen bestens bekannt, die Namen, ganz klar. Genau. Und dann, wie gesagt, da die zwei CDs bislang. Wenn man jetzt natürlich ein bisschen die Geschichte dann von dir verfolgt, wann ging es denn eigentlich los mit der Musik? Du bist ja jetzt doch noch recht jung. Ich glaube, gerade mal, wenn ich so nochmal nachgerechnet habe, 19 Jahre, 20 Jahre jetzt etwa dann, gell? 19 Jahre, ja. Genau bin ich jetzt erst. Ich habe ja bereits im Alter von 8 Jahren als steirische Harmonika-Spielen angefangen. Damals, das war genau an Weihnachten. Ich habe mir es eigentlich zu Weihnachten gewünscht, so ein Instrument. Und es hängt da doch ein Haufen Geld dran, es ist nicht ganz billig. Und habe dann zu Weihnachten vom Christkind leider keine bekommen und war dann zutiefst enttäuscht und habe es dann im Jahr später zur Kommunion bekommen. Und da war natürlich die Freude umso größer, habe dann fleißig geübt und bin jetzt mittlerweile schon seit 11 Jahren unterwegs mit der Musik. Ja, wenn du es jetzt gerade eh so schön präsentiert hast, jetzt dann könnte man gleich ein Spiel. Könnte man doch was Kleines machen, oder? Hast du was auf Lager? Natürlich, selbstverständlich. Kommt gleich die zweite raus, okay. Es kommt gleich die zweite, die hinten ist bloß Deko. Ah, verstehe. Nein, das ist einfach die schönste, die gefällt mir persönlich am allerbesten. Ja? Und deswegen habe ich die dahinter gestellt, damit ja jeder sehen kann. Sehr gut. Ich würde sagen, wo wir ja jetzt gerade von immer wieder sonntags geredet haben, machen wir da einfach mal ganz kurz den Sommerhit 2017 von mir, Anpfiff auf Sommer. Sehr gerne. Auf Sommer, ja, der Sommer, der ist die schönste Jahreszeit im Jahr. Heiße Tage, das ist wunderbar. Anpfiff auf Sommer, rote Meer. Am Himmel sind Sonne, Mond und Sternenzelt, das ist, was mir gefällt. Eins am Stiel, Wirsch und Grill, die Altopfrei, ich bin schon drauf. Am wackerer See nach heißem Bad und Schaum, die Art ist noch wie ganz genau. Freude, Treffen in der Riesenmüll, all das ist so wunderbar. Prima, super toll. Aber Dankeschön, Dankeschön. Genau. Ja, wenn du dann unterwegs bist, dann gibt es natürlich bestimmt auch dann eine Anlage mit dazu, also jetzt komplett mit Technik unterwegs dann, oder? Genau, so ist es. Also das, was man heute auf der CD hört, ist das Tonstudio produzierte. Das, was ich auch quasi auf meine Live-Auftritte, mein Steirische und mein Gesang, das bleibt nach wie vor live, so wie man es jetzt da auch gehört hat. Bloß es kommt halt dann noch als Hintergrund der E-Bass zum Beispiel, die Gitarre und die ganzen Begleitinstrumente dazu, genau. Ja, ja, prima, toll. Ja, jetzt natürlich, wir haben es auch im Vorgespräch schon gehabt,
Man ist ja jetzt wirklich gerade dann auch froh, wenn man jetzt als Künstler nicht auftreten darf, dass man eigentlich auch noch einen richtigen Beruf hat. Also das eigentliche Leben geht ja weiter und da bist du dem Handwerk treu. Was machst du denn genau? Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir zu Anfang der Corona-Pandemie gedacht, genau, das passt jetzt, das passt perfekt. Ich habe für dieses Jahr im Herbst jetzt mein Meister eingeplant gehabt und das schon im Frühjahr als Fliesenleger, sprich Fliesenlegermeister. Und es wäre dann doch ziemlich schwierig gewesen, gleichzeitig immer Wochenende mit der Musik unterwegs zu sein und auch ein bisschen für die Schule zu lernen. Das ist das zu vereinbaren, das wird dann schon schwierig. Und ich habe mir dann gedacht, dieses Jahr passt perfekt, ne? Musik läuft eh nichts, da habe ich Zeit, mich für was anderes zu widmen. Jetzt hat sich das Blatt aber auch schon wieder komplett gewendet. Der zweite Lockdown, ich bin jetzt auch schon seit 15. Dezember zu Hause und kann nicht mehr in die Meisterschule gehen. Ja, das ist leider Gottes so, klar. Geht es uns, wie gesagt, allen irgendwo gleich, richtig? Genau. Jo, was haben wir denn dann, wenn wir bis hin jetzt aufs nächste Jahr blicken oder beziehungsweise generell auf die Zukunft, wie soll es bei dir vorangehen? Wie kriegst du deinen Beruf und die Musik in Einklang? Funktioniert es dann später dann? Wie soll es aussehen? Also mit Beruf und Musik, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem. Die Musik soll für mich nach wie vor mein Hobby bleiben. Mhm. Man sieht es in Zeiten wie jetzt, es ist einfach gut, wenn man noch was Handfestes hat, wo man wirklich jeden Tag in seine Arbeit gehen kann und auf nichts quasi angewiesen ist sozusagen. Die Musik bleibt nach wie vor mein Hobby. Ich möchte irgendwann die Firma von meinem Vater, also das Fliesenlegerfirma, übernehmen. Okay. Und da wird es dann wahrscheinlich nur ein bisschen einfacher, beides unter einen Hut zu bringen. Aber momentan klappt es gut und ich hoffe, dass das also weitergeht. Und natürlich hoffe ich, dass ich nächstes Jahr überhaupt mal wieder Musik spielen darf. Ja, warum denn nicht? Ich meine, das sollte doch irgendwo dann schon wieder möglich sein. Die Zeiten bleiben ja nicht so, aber klar, es ist natürlich nach wie vor noch schwierig, gerade auch zu planen entsprechend. Und genau. Von daher dann ist es doch gut, wie gesagt, da den richtigen Beruf zu haben. Denn ich denke mal, Handwerk ist immer gefragt. Auf jeden Fall, ja. Also bei uns, wir haben die Corona-Pandemie ein bisschen gespürt. Möglicherweise kommt es nur im nächsten Jahr, aber also bis jetzt sind wir sehr, sehr gut aufgestellt im Handwerk. Wenn ich jetzt nochmal mich so zurückerinnere, Kollenburg, wo du ja zu Hause bist, oder im Kreis Kollenburg, da gab es nämlich schon mal einen Sommerhitkönig. Nämlich der Andreas Hassreiter. 2012 war genau. Der nämlich Sommerhitkönig und der kommt aus der gleichen Gemeinde wie ich. Wir sind in der Gemeinde, genau 3000 Einwohner. Und das ist der Andreas Hassreiter. So ist es, genau. Also auch ein lieber, guter Bekannter. Habt ihr Kontakt zusammen untereinander oder trefft ihr euch ab und zu mal? Habt ihr auch schon zusammen gespielt? Also der Andreas ist ja eigentlich der Grund, warum dass ich überhaupt Musik spiele. Ich bin nämlich damals im Kindergarten gewesen und er hat da als Schuljunge quasi für uns gespielt und ich habe das gehört und habe gesagt, das möchte ich auch lernen. Aha. Und jetzt gerade, wir haben uns vorher natürlich auch schon gut gekannt, bei uns im Dorf finden auch teilweise mal so Musikantentreffen oder Ähnliches statt und da haben wir natürlich auch schon immer gerne zusammen gespielt. Und jetzt und seit eigentlich 2017 sind wir relativ oft sogar miteinander unterwegs, auch einmal im Jahr in der Schweiz zusammen auf einer Almhütte oben, immer wunderschön. Genau, und er ist tatsächlich ein sehr guter Freund von mir. Sehr gut, wenn du mal wieder siehst, grüßen wir recht schön. Genau. Mach ich. War ja jetzt auch schon während der Corona-Zeit immer mal wieder bei uns zu Gast und wir haben da auch schon einige Sachen zusammen gemacht. Ja, dann haben wir doch schon mal ein bisschen wieder was Neues von dir erfahren. Das klingt schon mal ganz gut. Ich plane demnächst, das muss ich mir jetzt mal ein bisschen ausschmücken noch, wer auch in Frage kommt, vielleicht machen wir selber mehrere Folgen, einen sogenannten Harmonika-Battle. Wärst du da auch dabei? Natürlich, sehr gerne. Da suchen wir uns noch ein paar Harmonika-Spieler aus, die vielleicht da Interesse haben und dann lassen wir es mal krachen. Und vielleicht, ja, muss man schauen, wie wir das Ganze aufbauen. Aber dann würde ich dich da auch nochmal auf dich zukommen.
Wunderbar, da freue ich mich auf jeden Fall. Ja. So, deine Leitung, ich sehe es gerade, sie ist ein bisschen holprig gerade. Ich weiß jetzt nicht, wie die Verbindung ist, aber ich glaube, das meiste haben wir schon mal. Und dann würde ich sagen, fürs neue Jahr wünsche ich dir alles, alles Gute für 2021. Gibt es Wünsche so persönlicher Art? Was sind deine, ja, vielleicht auch guten Vorsätze? Ja, mein Wunsch, wir haben ja gerade schon viel genug darüber geredet. Ich glaube, das weiß jeder und das ist auch der Wunsch von jedem, dass endlich einmal diese Pandemie vorbei ist, dass man wieder unter die Leute gehen kann, dass wieder neue Leute kennenlernen darf. Es ist ja immer, bei immer wieder sonntags, man wird bekannt durchs Fernsehen, aber wirklich Freunde und Fans erspielt man sich durch Live-Auftritten, wo man einfach mit den Leuten verbunden ist, wo man mit den Leuten reden kann. Und das haben wir natürlich alle in diesem Jahr sehr, sehr vermisst. Und ich hoffe persönlich und ich wünsche mir, dass das nächstes Jahr besser wird. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch für 2021. Genau. Gute Vorsätze habe ich mir bis jetzt noch nicht gesetzt. Vielleicht wäre es ein guter Vorsatz, dass ich mich auf meine Schule konzentriere, auf die Meisterschule und dann im Februar eine gute Prüfung ablege. Genau. Wann ist das soweit mit der Prüfung dann? Im Februar, genau. Im Februar dann. Mhm. Dann drücken wir da ganz fest die Daumen, dass das alles auch gut über die Bühne geht. Da ist ja nicht mehr lange hin. Das ist ja in knapp 4 Wochen haben wir ja schon wieder Februar. Das ist ja Wahnsinn. Genau so ist es. Ja. Also gut. Lieber Johannes, schön, dass du kurz Zeit gefunden hast. Und dann wünsche ich dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg mit der Musik und natürlich auch im normalen Beruf auch viel Erfolg. Jawohl, ich wünsche natürlich allen Zuschauern und natürlich auch dir, lieber Frank, frohe oder einen guten Rutsch in 2021. Lasst es euch gut gehen, feiert ein bisschen zu Hause und freut euch aufs neue Jahr.